Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Rollercoaster Tycoon, zu unserem Level Pacific Pyramids, wo wir jetzt so langsam in den Endspurt gehen. Wir haben jetzt den Juli erreicht. Anfang Juli, und das heißt, wir müssen noch im Juli, August, September, Oktober machen, also noch 4 Monate. Und dann sind wir durch und dann kommt das nächste Level, was ihr euch raussuchen konntet. Aktuell ist die Parkwertung maximal, wie ihr hier seht, aber schon ewig. Und die Besucherzahl sinkt wieder ein bisschen, was daran liegt, dass ich jetzt erstmal mit Werbung ein bisschen zurückhaltend war. Denn wir brauchen ja bloß 1000 Besucher. Und wenn sich der Park in der Hand so ein bisschen leert, dann beschweren sich die Leute auch nicht mehr so extrem von wegen hier. Ja, Park ist zu überfüllt. Ja, so sieht der Park aktuell aus. Hier ist irgendwie... Was ist denn mit dem Maniac los? Ist das denn zu teuer? So, wir bezahlen die nicht dafür. War 1,50, geht auch bestimmt, hä? Ist natürlich blöd, weil man nicht sieht, wann die Leute wieder reinkommen, weil das im Tunnel ist und ich muss erst warten, bis Leute dort sichtbar die Warteschlange entlang laufen. Da, jetzt kommen sie wieder an. Für 1,50 hätte man das auch geklärt. Hier der Pyramid Explorer. Gehe ich da auch noch mal ein Stück runter mit dem Preis. Shuttle Loop. Ich möchte das... Achso, Quatsch. Jetzt habe ich den Pyramid Explorer angeklickt. Ich wollte Shuttle Loop anklicken. Ne, die fahren da mit. Hier fahren sie mit. Wobei ich glaube, ich ja eh schon kostenlos hatte. Eingestellt. Hier ist das Autoscooter. Ist denn auch mittlerweile zu teuer, den sympathischen Parkgästen. Hier ist unser Dropper, der nichts anderes macht, als hier mal runter zu droppen. Könnt ihr euch das mal angucken. Hier mit dann am Ende noch mit einem schönen Airtime-Hügel, also theoretisch jedenfalls. Dropper war ganz toll, genau. Also der hält jetzt hier an. Guckt euch das mal an. Der hält jetzt hier oben an. Und dann ist natürlich cool, dass die hier hinten, die sind dann noch am nach oben gucken. Jetzt fahren die hier runter. Und jetzt kommt hier so ein schöner Lift-Hill-Hügel. Dann gibt es hier in der Wüste den Wüstenbob. Da ist die Warteschlange voll. Das ist in Ordnung. Der Bobbahn in der Wüste ist auch total realistisch. Und daneben ist Flight of the Swings. Ja, das geht. Da gibt es keine Beschwerden. Hier kommt. Jetzt musste ich gerade gähnen. Entschuldigung dafür. Hier stehen sie an. Bei Cardboard stehen sie an. Bei To the Sky stehen sie an für 3 Mark. Stromschnellen stehen sie an. Und dann hinten die Kiddie-Bahn. Ja, das Ganze. Achso, das Shuttle Corkscrew. Sieht zu extrem aus, hallo. Ich gehe auch mal runter mit dem Geld. Auf 1 Mark. Und jetzt gucken wir uns mal gesamt an. Warteschlange, Tomb Escape, 84 Personen warten dort. Haben wir irgendwo was, wo keiner wartet? Beim Autoscooter habe ich doch gerade einen Preis gesenkt. Hallo, 50 Pfennig für Autoscooter. Da kann man doch locker mal mitfahren. Dann halt so. Weil der Zeit bei Ich drehe am Rad ist am längsten. Okay, Nilkreuzfahrt. War das die Wildwasserbahn? Ja, ne, die heißt komischerweise Nilkreuzfahrt. Am meisten Kohle macht der Dropper mit 5000. Aber leider wollte ich ja eigentlich Looping für Korkenzieher-Achterbahn. Eigentlich wollte ich ja noch eine Holzachterbahn, aber dafür hat hier anscheinend ja, die Forschung keine Lust mehr gehabt. Looping für Korkenzieher-Achterbahn. Was warten die Korkenzieher-Achterbahn? Die hier. Und da gibt es noch ein Looping. Okay. Das ist, glaube ich, die. Da könnte man hier noch ein Looping dran bauen. Ah, ich habe nochmal Werbung raus. Ah, ne, ich habe schon Werbung. Ah, es ist schon Werbung drin. Was haben wir da jetzt noch für Achterbahn, die man bauen könnte?
Ach so, hier hinten habe ich mir das Land ja schon gekauft. Was wollte ich da bauen? Was habe ich denn hier gemacht eigentlich? Habe ich das wirklich so gekauft in der letzten Folge? Da muss ich ja ganz schön... Naja, ihr wisst schon, komisch drauf gewesen sein. Aber hier wird jetzt noch Platz für eine Achterbahn. Nachdem wir die Holzachterbahn nicht kriegen, können wir da irgendwas anderes hinbauen. Vielleicht nochmal hier so eine Einschienenachterbahn. Das wäre doch nochmal was, eine Einschienenachterbahn. Die bauen wir jetzt einfach dorthin. So, komm, fertig. Einschienenachterbahn und gut ist. Was soll denn immer das diskutiere hier, was wir bauen? Wir machen das einfach. Bauen das jetzt hin. Hatten wir, glaube ich, in der einen Folge schon mal eine gehabt. Die dann so ein bisschen einmal wie Rennstrecke getämt haben. Und dann einmal diese komische, die wir so ein bisschen chaotisch bunt getämt haben. Die ist jetzt hier lila. Oder pink, je nachdem. Ich starte erstmal mit dem kleinen Drop, der sogenannte Prä-Drop. Und dann geht das hier so ein Stück hoch. Eigentlich will ich das nicht so haben, warte mal. Wir machen das gleich mal so, dann kommt am Ende dann bloß der Lift Hill. Das erscheint mir sinnvoller, das so zu bauen. Eigentlich müsste man das jetzt hier so drüber bügeln. Das müsste eigentlich passen, oder? Nee, so nicht. Aber hier so ein Stück Tunnel geht ja eigentlich immer. Wo komme ich dann raus? Hier, eigentlich müsste man dann hier ungefähr, sag ich mal, rauskommen. Ich bringe mal ein Stück gerade. Land muss abgesenkt werden. Wahrscheinlich muss ich dann einfach hier das so machen, dann komme ich dort... Nee, so war das nicht gemeint. Ja, genau, jetzt komme ich hier raus. Genau. Genau. So. Das machen wir hier noch ein bisschen schön. Das soll ja auch vom Ästhetischen ansprechend aussehen. Und dann machen wir hier noch eine Holzwand. Oh ne, warte mal, das sieht bescheiden aus. Ich bleibe hier bei der Wand. Natürlich auch so ein bisschen passend zur Umgebung. Hier ist immer so ein Dunkety-Bahn. Hier links rum. Da ist natürlich der Fußweg im Weg. Ist natürlich auch wieder top, dass es da so im Weg ist. Na gut, ich hätte noch einmal Luft. Das heißt, ich könnte hier wieder hochbauen. Oder halt so. Und dann... Weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt hier vom Speed hier schon zu langsam ist an der Stelle. Da sind ja so die Momente, wo man einfach mal bauen muss. Aber hier ist dann auf jeden Fall so ein bisschen so eine Art Terrasse. Was? Achterbahn im Weg? Hä? Das verstehe ich ja nicht. Es ist für den dort eine Achterbahn im Weg gewesen, aber absenken konnte ich es. Das ist ein witziger Bug.
So, und hier geht es einfach bloß hoch auf die Höhe und dann hoffen wir mal, dass das so passt. Testfahrt. So, bisher sieht es auch ganz gut aus. Ist auch nicht allzu schnell. Hier unten mit 25 geht es jetzt in den Tunnel. Da würden die sich definitiv den Kopf einhauen, wenn man sich das mal anschaut.